Schaffen wir es doch bis zum Ende? Ein Gefühl von Freiheit. Okay, einmal neigen. Wow! Oh, was piept denn da? Was piept denn da? Oh shit, oh shit, oh shit! Willkommen zum Flugunterricht. Ich bin Ihre Fluglehrerin Captain Molina. Aber Sie können mich einfach Jazz nennen. In dieser Lektion beginnen wir am Boden und erfahren mehr über einige grundlegende Konzepte. Grundlagen, die jeder Pilot kennen muss, bevor er sich in die Lüfte begibt. Das ist Ihr Flugzeug. Ein Klassiker, die Cessna 152. Vor Ihnen befindet sich das Steuerhorn, das primäre Instrument zur Steuerung des Flugzeugs. In der Simulation steuern Sie das Flugzeug natürlich mit den Peripheriegeräten Ihrer Wahl. Also blenden wir das Steuerhorn aus. Ja, du, können wir gleich machen. Wir machen das gleich hier weg. Aber erst einmal, Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu Microsoft Flugsimulator. Und ja, das Ganze, ihr seht es nämlich hier im VR-Modus. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier Flugsimulator ausschließlich nur im VR spiele. Es ist gleichzeitig ein Video, um den VR ein bisschen zu testen. Wir haben viele Einstellungsmöglichkeiten, um das Ganze vielleicht detailreicher zu machen, weniger detailreicher, vielleicht ein bisschen flüssiger zu machen. Aber einfach zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Es ist ein bisschen umfangreicher, das Ganze einzustellen, als zu den anderen Spielen. Also für all diejenigen, die gerne im VR spielen wollen, es ist eigentlich relativ schnell gemacht, aber es ist ein bisschen umfangreicher. Zumindest können wir viele, viele Einstellungen hier vornehmen, damit das Ganze halt ein bisschen flüssiger läuft. Und es sieht wirklich gut aus. Also alles hier gestochen scharf, was ich jetzt hier eingestellt habe, das passt ganz gut. Wir müssen natürlich mal gucken, wie ein bisschen die Bewegung nachher ausschaut. Ich werde trotz all dem noch ein paar mehr Videos davon später machen, aber nicht unbedingt natürlich jetzt hier ausschließlich im VR-Modus. Wir werden einfach hier diesen wunderbaren Simulator ein bisschen genießen. Ich habe damals schon ein paar Videos gemacht und ich will mich so ein bisschen darauf vorbereiten, denn es steht bald ein neuer Flugsimulator in den Startlöchern und da will ich mich ein bisschen mal hier warm machen. Das heißt, wir sollen jetzt unser Steuerhorn einmal ausblenden. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal mal, drücke A. Okay, so. So, das Steuerhorn mit dem Cursor ausrichten und dann durchdrücken von... Ach stimmt, der Cursor, hier. Einige Instrumente erlauben mehrere Interaktionen, zum Beispiel das Drehen eines Reglers im oder gegen den Uhrzeigersinn. In diesen Fällen müssen Sie den Cursor auf einem Instrument fixieren, um mit ihm interagieren zu können. Sehen Sie sich beispielsweise die Uhr in der Mitte des Instrumentenbretts an. Fahren Sie fort und fixieren Sie den Cursor darauf. Das ist ganz cool gemacht, den Cursor. Das heißt natürlich normalerweise, entweder wenn ihr mit der Maus spielt, die kleine Maus-Symbolleiste, die sehen wir ab und zu auch jetzt hier im Spiel. Mit dem Controller ist natürlich mit dem linken Stick, aber im VR-Modus haben wir eine ganz coole Sache. Guckt mal jetzt hier, wenn ich mich hier so ein bisschen bewege. Kann ich hier einzelne Sachen angucken. Das heißt quasi, wir haben hier so quasi Eye-Tracking. Ist ein bisschen schwer. Manchmal funktioniert es ganz gut. Da zum Beispiel, jetzt will ich einfach mal hier auf die Uhr gucken. Oh, wir können einfach ein bisschen näher rangehen. Okay, wir nehmen einfach jetzt mal die Maus zur Hilfe. Ist ein bisschen doof. Ändern Sie jetzt die Uhrzeit. Ah, okay, das ist natürlich doof gemacht. Wir hätten genau diesen Punkt anvisieren müssen. Also mit VR ist dann wirklich auch nicht alles möglich. Dann nimmt da einfach die Maus zur Hilfe. So, interagieren Sie mit Hilfe des Cursors mit dem Cockpit. Die Uhrzeiten mit LT und RT oder mit dem rechten Stick einmal stellen. Sie können den Cursor wieder loslassen, wenn Sie fertig sind. Gut, vielleicht beim Einrichten echt die Maus öfters ein bisschen verwenden. Gut, damit haben wir auch die erste Grundlage geschaffen. Jetzt seht ihr mal so ein bisschen, wie es hier im VR-Modus ausschaut. Wie gesagt, es ist und dient als Video auch generell für die Leute. Deswegen machen wir auch jetzt hier gemeinsam die Flugschule, die gerne mal im VR spielen wollen. So, jetzt kann ich hier schön mit dem Controller auch hier einmal zu weitergehen und A drücken. Zurück zum Hauptmenü, Trainingsmenü natürlich. Wir machen natürlich ein weiteres Training. Machen Sie sich mit dem Flugzeug vertraut, einer Cessna 152. Und lernen Sie einige Befehle kennen, um Sie durch die Lüfte zu navigieren. Vor sich sehen Sie das Steuerhorn. Das Steuerhorn funktioniert mehr oder weniger wie ein Lenkrad. Okay. Drehen Sie es nach links oder rechts, um die Querruder zu drehen und das Flugzeug in die Schräglage zu legen.
Sehen Sie sich die Hinterkante der Flügel an, während Sie das Steuerhorn drehen, und beobachten Sie die Auswirkungen auf die Querruder. Okay, machen wir gleich. Also wir haben jetzt die Grundlagen für das Flugzeug hier aktuell in unserem Programm. Das heißt, wir gucken uns natürlich an, wie hier manche Sachen funktionieren, gerade hier die Ruder. Wir sollen uns jetzt die Flüge hier einmal angucken und einmal hier links und rechts drehen. Okay. Ah, okay. Nun, der Unterschied zwischen einem Steuerhorn und einem Lenkrad ist, dass das Steuerhorn auch gezogen oder gedrückt werden kann. Dadurch wird das Höhenruder am hinteren Flugzeugende gesteuert. Ah, ja, genau. Abzusteigen. So ist hoch, so ist runter. Sehen Sie auf das Höhenleitwerk, während Sie am Steuerhorn ziehen. Beachten Sie, wie sich das auf das Höhenruder auswirkt. Oh, dann müssen wir es einmal umdrehen. Hier. Ah. Sehr gut. Zu Ihren Füßen befinden sich die Seitenruderpedale. Damit steuern Sie das Flugzeug am Boden oder bremsen, indem Sie den oberen Teil der Pedale betätigen. Cool. In der Luft wird damit das Seitenruder am Ende des Seitenleitwerks gesteuert, um das Flugzeug zu gieren. Dies ist meist für kleine Korrekturen, zum Koordinieren von Kurven oder zum Ausgleichen der Tendenz eines Flugzeugs bei Starts- und Steigflügen nach links zu ziehen, erforderlich. Okay, gucken wir uns gleich an. Sie sich das Leitwerk an, während Sie die Pedale betätigen, um die Auswirkungen auf das Seitenruder zu beobachten. Okay, machen wir gleich einen Augenblick. Wie gesagt, ich weiß, ihr seid immer nicht so die VR-Fans und manche schreiben auch in den Kommentaren, ja, ist ja schön und gut für dich, dann kannst du es genießen. Und hier, trotz all dem, ihr müsst halt auch so ein bisschen versuchen aufzufassen, wir gehen ein bisschen mehr in die Materie rein. Ich sag ja immer wieder ganz gerne, wir spielen keine Spiele, wir sind das Spiel. Und stellt euch einfach mal so vor, ich bin jemand, der vielleicht gerade anlernender Pilot ist und einfach eine GoPro hier auf der Nase hat. Aber ich verstehe voll und ganz, ich werde die Simulatoren auch ein bisschen mehr aus dem Programm nehmen, wo der VR-Modus oder auch der VR-Mod zum Beispiel nicht allzu gut ist und allzu sehr rumwackelt. Aber ich finde, beim Flugsimulator sieht das schon mal ganz cool aus. So, jetzt sollen wir uns einmal hier hinten die Ruder wieder angucken und den hier machen, genau. Toll. Und schließlich ist da noch der Gashebel in der Mitte des Cockpits. Drücken Sie ihn vorwärts, um die Leistung zu erhöhen, und ziehen Sie ihn zurück, um sie zu verringern. Freunde, was? Ihren Blick zunächst auf den Gashebel und wählen Sie ihn aus. Was auch ganz cool wäre, meine Pico 4 hat ja auch die Möglichkeit mit Eye-Tracking, dass wir die Hände quasi mit reinnehmen. Was wäre eigentlich, wenn ich wirklich auch noch die Hände später aktiviere? Ich würde dazu ganz gerne mal ein Video machen. Das würde ich erstmal spontan offline machen, gucken, ob es überhaupt funktioniert, ob es die Möglichkeit gibt. Weil stellt euch mal vor, ich kann wirklich jetzt hier mit der Hand einfach diesen Hebel ziehen. Das wäre wirklich schon eine coole Sache. Also, wir sollen jetzt hier den Gashebel. Genau. Halten Sie die Auswahl bei und drücken Sie ihn nach vorn, um die Leistung zu erhöhen. Ah. Jo. Okay. Die Leistung wird nun erhöht. Ah. Setzen Sie den Gashebel jetzt zurück, um die Leistung wieder zu verringern. Okay, das wird sehr interessant, ey. Oh, jetzt sollen wir ihn nochmal nehmen. So. Die Leistung wurde verringert. Okay. Jetzt probieren wir das Gleiche, ohne uns auf ihn zu konzentrieren. Wählen Sie den Gashebel ab. Wenden Sie den Blick vom Gashebel ab und erhöhen Sie die Leistung. Du, ich muss aber auf den Hebel gucken. Den Gashebel auf Leerlauf stellen, bitte. Warte. Ah, okay. Oh, das wird später sowieso interessant. Also müsste man mal gucken, wie man das später verwendet. Dass sich die Zahl auf dem Tachometer ändert. Dieser befindet sich rechts auf dem Instrumentenbrett. Okay. Was sollen wir machen? Dadurch wird angegeben, mit wie vielen Umdrehungen pro Minute sich der Motor dreht. Gut. Nun schauen Sie sich die aktuelle Geschwindigkeit auf dem Fahrtmesser an. Er befindet sich links auf dem Hauptinstrumentenbrett. Ja. Er misst die Geschwindigkeit in Knoten. Um die Flughöhe zu prüfen, sehen Sie auf den Höhenmesser. Der ist da. Auf dem Hauptinstrumentenbrett. Okay. Der Höhenmesser hat drei Zeiger, ähnlich wie eine Uhr. Der lange, dicke Zeiger zeigt 100 Fußschritte an.
Der kurze, dicke Zeiger zeigt 1000 Fußschritte an. Und der lange, dünne Zeiger zeigt 10.000 Fußschritte an. Das ist alles für heute. Nächstes Mal werden Sie erfahren, wie es sich anfühlt zu fliegen. Okay. Das machen wir gleich. Da bin ich schon sehr aufgeregt. So, wie sich natürlich für einen richtigen Pilot gehört, werden wir die restlichen grundlegenden Handhabungen überspringen. Wir wollen natürlich noch in dem Video uns mal angucken, wie wir zum einen rollen, aber auch starten. Lassen Sie uns über das Rollen reden. Die Bewegung eines Flugzeugs durch eigene Kraft auf dem Boden wird als Rollen bezeichnet. Insbesondere über das Rollen vom Vorfeld zum Haltepunkt am Rande der Start- und Landebahn. Das Steuern am Boden erfolgt über die Seitenruderpedale. Genau, im Gegensatz zum Auto wenden wir mit Hilfe der Füße. Okay, sind Sie bereit? Gashebel im Leerlauf, Parkbremse lösen. Okay, das machen wir gleich. Ganz kurz, ich habe mich jetzt hier schon versucht, ein bisschen einzufinden. Mich stört persönlich, weil es ist ja auch im Video darum, rundum mit VR-Brille oder im VR-Modus zu spielen. Mich stört persönlich das Eye-Tracking, also quasi, dass wir uns hier Sachen zum Beispiel, wie hier, das Ruder angucken können und Sachen bedienen können. Würde ich ehrlich gesagt mich freuen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, es auszuschalten. Wenn jemand weiß, wie das geht, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Bevor wir gleich mal loslegen, ich spiele die ganze Zeit ja mit dem Controller. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mit Maus und Tastatur zu spielen, aber auch, das zeige ich euch jetzt einfach mal, guckt mal hier, die Fernbedienung. Ihr könnt natürlich auch mit eurer VR-Fernbedienung hier spielen. Das heißt, jetzt haben wir die beiden hier, guckt euch das an und dann können wir immer wechseln, wenn wir einmal hier die Taste drücken, für den rechten ist der aktiviert und einmal für den linken ist der aktiviert. Dann können wir rein durchgehen, einmal hier festhalten und reindrücken. Jetzt geben Sie sanft Gas, um das Flugzeug zum Rollen zu bringen. Genau. Dann können wir hier jetzt den rechten zum Beispiel nehmen, einmal hier gedrückt halten und dann können wir zum Beispiel leicht reindrücken. So, und dann könnt ihr hier mit dem linken, der linken Fernbedienung könnt ihr hier das Ruder bedienen. Und dann könnt ihr hiermit das Seitenruderpedal bedienen. Mit der rechten Fernbedienung. Ist ganz cool, muss ich sagen. Finde ich cool. Aber ehrlich gesagt bin ich eher auf Controller aus. Außerdem finde ich leider hier Gottes immer noch nicht die Bremse. Irgendwie habe ich mich da schwer. Keine Ahnung, wo die ist, aber wir kriegen jetzt schon einigermaßen hin. So, warte mal einen Augenblick. So, testen wir auch gleich. Wo sollen wir bremsen? Achso, dann einfach so bremsen. Okay, jetzt packe ich nämlich mal die weg, weil ich halt leider nicht weiß, wo da die Bremse ist. So. Und drücken jetzt einfach mal X. Ich benutze hier nicht die Seitenpedalen, Bruder. War, glaube ich, richtig gewesen. Ich hoffe mal. Ja, machen wir. Sie daran, die Geschwindigkeit mit Hilfe des Gashebels und der Bremsen zu steuern. Also, ich benutze... So, als ob auf der Start- und Landebahn Verkehr herrschen würde. Okay, meine Beste. So, ich benutze nicht hier diese Seitenruderpedalen, denn das Doofe ist hier, wir können die zwar mit dem Controller benutzen, aber wir müssen uns die schon angucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier gedrückt halte und weggucke, dann bleibt der eingerastet. Guckt mal hier. Ich lasse es gedrückt, gehen sie ja wieder zurück. Wenn ich das gedrückt halte und einmal mal hochblicke und jetzt loslasse, bleiben die auf der Position. Das ist doof gemacht und deswegen mag ich dieses Eye-Tracking jetzt hier bei diesem VR-Modus im Flugsimulator überhaupt nicht, weil wir immer raufgucken müssen. Das macht natürlich dieses Erlebnis richtig kaputt, aber ihr könnt auf dem Boden das hier auch bedienen. Also müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Schauen wir einfach mal. Wirklich, das sind halt die Informationen, die ich euch jetzt so ein bisschen mitgeben kann. Gut, wir geben jetzt mal ein bisschen Leistung hier. Dauert immer so ein bisschen, bis wir loskommen. Na, ein bisschen mehr Leistung. So, jetzt rattert es aber vor sich los. Wie gesagt, geht's ruhig an. Also es ist ganz ungewohnt, es ist kein Auto, es ist kein Bus, kein LKW. Es braucht seine Zeit, bis der erstmal hier loskommt. Ihr könnt natürlich auch schon volle Kanne losgehen, macht's aber nicht. Aber wie gesagt, dann könnt ihr auch hier mit dem Ruder hier auch nach links und rechts gehen. Das passt auch ganz gut. Also dann fühlt ihr euch so ein bisschen wie im Auto. Also kann ich euch nur empfehlen, im VR-Modus zumindest mit dem Controller. Ich würde jetzt noch keine Lösung, dieses Eye-Tracking auszuschalten, weil ich denke mal, es liegt wirklich an den Eye-Tracking, weil halt die VR-Brille halt mit für die Steuerung nochmal zuständig ist. Im Gegensatz zu manch anderen Spielen, muss man dazu sagen. So. In Ordnung. Nun rollen Sie zum Haltepunkt Alpha 1. Er befindet sich auf der anderen Seite des Flugplatzes, in der Nähe des
anfangs der Na, wahrscheinlich da hinten. 20. Bleiben Sie möglichst in der Mitte der Rollbahn, die mit einer gelben Linie markiert ist. Ja, das sehen wir ja. Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Gut, Geschwindigkeit, aber wir gehen mal volle Leistung hier. So geht ich mir. So und sofort weniger wiedergeben. Passen Sie auf die Geschwindigkeit. Ja, ja, alles gut. Ich habe alles im Griff. Oh, können wir hier ein bisschen räumen. Wir können natürlich auch die Bremse hier betätigen. Jetzt ist aber in Ordnung, oder? Bestimmt. Oh. Bereit machen. Schön, freut mich schon. Nee, wir werden auf alle Fälle auch nochmal den ersten Start miteinander genießen. Bisschen mehr Leistung. Nach der Rechtsdrehung halten Sie vor dem Haltepunkt an und bereiten sich auf den Start vor. Und wie gesagt, ich hatte das Spiel ja schon mal gespielt. Ich habe auch dazu mal damals die Einführung gemacht. Natürlich ohne VR-Brille auf der Xbox. Die Einführung, es lässt sich, hoppala, wir müssen ein bisschen bremsen. So, alles gut. Die Einführung ist simpel, sie ist gut, aber ich glaube einfach, der große Haken ist daran, dass das Spiel halt mitunter auch mit... Oh, bremsen! Sehr schön gerollt. Ja. Die nächste Herausforderung besteht darin, die Kontrolle über das Flugzeug zu behalten, ja, während Sie fürs Abheben Vollgas geben. Das ist für mich gar kein Problem. Nee, weil diese Seitenpedalrouter sind halt extra dafür gut, um halt wirklich diese engen Kurven auch gerade auf der Startbahn zu nehmen. Aber wie eingangs jetzt gerade schon erwähnt, das ist mit diesem VR, mit diesem Eye-Tracking wirklich echt schwer zu handhaben. So, dann sind wir auch schon. Es gibt ein altes Sprichwort. Eine Meile Straße bringt dich eine Meile weit. Eine Meile Startbahn bringt dich überall hin. Oh, wie tiefgründig. Auch wenn das Starten nicht sehr schwierig ist, sind dennoch einige wichtige Dinge zu beachten. Auch wenn das Starten nicht sehr schwierig ist, sind dennoch einige wichtige Dinge zu beachten. Du, weißt du, ich hab schon verstanden. Zweitens, bevor wir auf eine Startbahn rollen, versichern wir uns zunächst, dass diese frei ist. Sehen Sie erst nach rechts, um zu prüfen, ob sich ein Fahrzeug auf der Start- und Landebahn befindet. Sehen Sie nach links. Da ist aber ein Känguru. Dass keine anderen Flugzeuge im Anflug sind. Da ist ein Koala. Achso, nochmal kurz nach links gucken. Sieht gut aus, kein Verkehr, der uns betreffen würde. Sie können jetzt zur Startposition rollen. Ja, und das ist halt das Ding so ein bisschen, Sie jetzt langsam zur Start bei der Einführung verstehe ich ganz kurz, dass wir halt dieses... Hinter der Ziffer 21. Okay, ganz kurz nochmal, ich verstehe natürlich das Eye-Tracking-Prinzip, das ist halt auch eine coole Sache, aber vielleicht bei manchen Sachen ein bisschen unnötig. Hier bei der Einführung, okay, macht es halt Sinn, weil wir nach links gucken, das müssten wir normalerweise mit dem rechten Stick machen, brauchen wir nicht, weil wir Eye-Tracking haben, der kriegt dann quasi die Brille, oder zumindest das Spiel kriegt das Kommando von der Brille, hey, ich gucke gerade nach links oder nach rechts, du kannst quasi die Aufgabe jetzt abstempeln, beziehungsweise akzeptieren lassen. Gut, gehen wir ein bisschen Leistung. Das dauert immer ein bisschen, bis der hier loskommt. Ein bisschen räumen wir ja schon an hier. Bisschen Leistung wegnehmen. Ja, die, ich sag mal jetzt, langgezogenen Kurven, die kriegen wir auch so. So, Leistung komplett mal wegnehmen. Ach du, ist glaube ich nicht perfekt, aber wir kriegen jetzt schon so hin. Oh, kurz mal ausrollen und jetzt hier Bremse. Perfekt. Gut. Ausgezeichnet. Puh, da geht's also gleich los. Okay, starten wir. Geben Sie Vollgas, sobald Sie bereit sind. Und ich werde Sie durch alles durchlotsen. Okay, kann ich dich aber irgendwie woanders hinpacken eigentlich? Ah, wie cool. Ah, oh, das ist natürlich sehr schick gemacht. Gut. Freunde, seid ihr bereit? Ich weiß, nicht jeder ist ein VR-Fan, aber trotz all dem, ich freue mich schon darauf. Das erste Mal starten hier mit der VR-Brille. Okay, alles läuft. Bremse ist gelöst. Auf geht's. Puh, bin bereit. Verwenden Sie jetzt das Seitenruder, um in der Mitte der Startbahn zu bleiben. Ah ja, mache ich schon. Sie weiter die Geschwindigkeit, bis Sie 55 Knoten erreichen. 55 Knoten? Ja. Wo sind 55 Knoten? Gut. Ziehen Sie jetzt sanft
Haben wir 55 Knoten erreicht? Kann ich? Okay. 3. 2. 1. Ja, ja, einen Augenblick. Ich muss nochmal drüber runterziehen. 3, 2, 1 und abheben. Oh. Hervorragend. Wir befinden uns in der Luft. Oh mein Gott. Oh. Oh, 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 hochziehen. Sie die Oberkante Ihres Instrumentenbretts ein paar Zentimeter über dem Horizont aus. Ah, wahrscheinlich hier. Das Flugzeug eine gute Neigung für die Steigfluglage. So, wahrscheinlich. Konzentrieren Sie sich darauf, geradeaus zu fliegen, indem Sie mit dem Seitenruder weiter die Startrichtung von 210 Grad beibehalten. 210 Grad. Halten Sie 75 Knoten, damit wir möglichst schnell unsere Zielhöhe von 5500 Fuß erreichen. Ja, okay. Ja, ja, krieg schon irgendwie hin. Oh, wir sinken schon wieder. Oh, ist das toll. So? Bist du zufrieden mit mir? Geil. Oh, ist das schön. Ja, mal kurz runter. Ach, guck mal. Oh, da sind überall Häuser. Da wohnen Menschen. Wow. Oh mein Gott. Halten Sie 75 Knoten und steigen Sie auf 5500 Fuß. 75 Knoten? Ach, da ist wahrscheinlich Knoten. Das sieht, glaube ich, gut aus. Sollen wir ein bisschen weiter runter gehen eigentlich? 5500 Fuß. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Der große Schalter, also Zeiger, muss jetzt auf die 5 und dann sind wir bei 5500, bin ich der Meinung. Guck mal darauf. Jetzt muss es gleich akzeptiert sein. Jo. Okay, 5500 Fuß. Sie haben Ihre Zielhöhe erreicht. Oh, geil. Gut gemacht. Kann ich noch kurz ein bisschen fliegen? Oh, schade. Gut, Freunde, das war's gewesen. Ah, immerhin ein B. War jetzt nicht ganz perfekt gewesen, aber trotzdem immerhin ein B. So, wir machen jetzt noch eine Sache, die dauert ja auch nur ein paar Minuten. Jetzt geht's nämlich Richtungs Landen. Wir sind hier mitten in der Luft. Ihr seht's ja hier, ist doch gerade ein bisschen dunkel, weil wir das Ganze hier noch bestätigen müssen. Und werden jetzt gleich erst einmal üben zu landen. Konzentrieren Sie sich bei dieser Landeübung nur auf das Steuerhorn. Jo, mach ich. Ich pack das mal kurz hier beiseite. Okay. Halten Sie eine Geschwindigkeit von etwa 65 Knoten bei. Neigen Sie nach unten, wenn Sie zu langsam sind. Neigen Sie nach oben, wenn Sie zu schnell sind. Aber auch interessant, weil ich vorhin ein bisschen gemeckert habe, wir müssen uns immer diese Seitenpedalruder angucken. Jetzt, ich nach vorne gucke, funktionieren die? Auf dem Boden haben die nicht funktioniert. Oh, nicht. Okay. Oh, das ist aber wirklich. Uiuiuiui. Konzentriert mal ein bisschen. Eieieiei. Also, eins kann ich euch schon mal sagen, das ist schon ein Riesenunterschied zum normalen Modus im VR, weil wir halt einfach wirklich das räumliche Sehen haben. Das sieht schon cool aus. Bedeutet, die Nase des Flugzeugs hochziehen, um den Sinkflug zu verlangsamen und eine sanftere Landung zu ermöglichen. Okay. Ohne dabei jedoch abzuflachen. Du, ich muss aber jetzt irgendwann hier landen. Okay. Aber jetzt muss ich langsam runter. Oh oh. Alles gut. Alles gut. Wir erreichen die Höhe zum Ausschweben. Widerstehen Sie der Versuchung, hochzuziehen. Okay, aber ich muss langsam hochziehen, oder? Peilen Sie jetzt das Ende der Landebahn an und ziehen Sie leicht am Steuerhorn, um die Nase etwas über dem Pistenende auszurichten. Jo, haben wir. Haben wir. Hoppala. Sehr gut. Ja. Tätigen Sie jetzt die Bremsen, um das Flugzeug zu verlangsamen und dann... Ich starte mal durch. Schaffen wir es doch bis zum Ende? Hahaha! Ein Gefühl von Freiheit. Okay, einmal neigen! Wow! Oh, was piept denn da? Was piept denn da? Oh shit, oh shit, oh shit! Hey Freunde! Ich bin's aus dem Krankenhaus. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Mir geht's gut. Paar Verbrennungen, paar Blessuren, aber die Ärzte meinten, die haben noch nie so einen Idioten gesehen, der so fliegt. Aber sie freuen sich schon darauf, mich bald wieder willkommen zu heißen. Freunde, wir sehen uns. Mein kurzes Fazit vielleicht doch nochmal am Ende. Es ist ein guter VR-Modus. Von der Optik her, von der Stabilisierung her, ein
guter VR-Modus. Nur mit der Steuerung hapert's hier und da. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viele Sachen mit drin, besonders wenn wir auch noch Komponenten anschließen können. Und das Eye-Tracking ist halt jetzt nicht mein Ding, aber ansonsten, es ist ein ordentlicher VR-Modus. Es gibt auf alle Fälle weitaus bessere VR-Modis. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Wir sehen uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssikowski.